Die Autobahn A3 bei Passau im Grenzgebiet zu Österreich heute Morgen. Wir begleiten zwei Schleierfahnder der bayerischen Polizei. Rund um die Uhr sind sie und ihre Kollegen in Zivilfahrzeugen auf Streife. Diesmal haben sie einen Kleintransporter aus Moldawien im Visier. Also wir schauen auch gerne auf Führerscheine von den Mitfahrern, ob da eventuell Fälschung dabei ist oder ob der Führerschein ausgeschrieben ist zur Sachverhandlung. Heute sind die beiden Fahnder Peter und Josef, ihre vollständigen Namen dürfen wir nicht nennen, offiziell noch der Polizeiinspektion Passau unterstellt. Ab Sonntag gehören sie dann zur neu gegründeten bayerischen Grenzpolizei. Ungeachtet dessen, was in Berlin passiert, Bayern setzt hiermit seine Pläne um. Die eigene Grenzpolizei ist der Anfang. Wir bekämpfen die Drogenkriminalität, die Urkundenkriminalität, natürlich auch die Schleuserkriminalität, wobei man ja auch sagen muss, dass die Zahl der Schleusungsaufgriffe zurückgegangen ist. Die bayerische Grenzpolizei gab es schon einmal, von 1945 bis 1998, bis zur Öffnung des Schengen-Raums. Dann gab die bayerische Grenzpolizei ihre Befugnisse ab an die Bundespolizei. Nun will Bayern sein Grenzgebiet auch wieder selbst kontrollieren. Die Bundespolizei leistet gute Arbeit, hat aber selbst in den letzten Jahren immer wieder gesagt, dass sie für bestimmte zusätzliche Maßnahmen zu wenig Leute hat. Und hier wollen wir ein eigenes Zeichen als Freistaat Bayern setzen. Künftig sollen die bayerischen Grenzpolizisten auch eigenständige Grenzkontrollen durchführen können. Gesetzlich neu geregelt ist das aber noch nicht. Zurzeit liegt die Hoheit solcher Kontrollen, wie zum Beispiel hier am Autobahnübergang bei Freilassing, ausschließlich bei der Bundespolizei. Willkommen ist eine personelle Unterstützung. Klar geregelt sein muss aber, dass das unter die Befugnisse der Bundespolizei fällt und die Bundespolizei das Sagen in diesem Einsatzbereich hat. Schon jetzt arbeiten Bundespolizisten bei den Grenzkontrollen Seite an Seite mit bayerischen Kollegen. Eine Hundertschaft der bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt die Bundesbeamten an den 3 permanenten Autobahnkontrollpunkten. Diese sind seit Herbst 2015 an den Grenzübergängen Pocking, Freilassing und Kiefersfelden. Der Rest der über 800 Kilometer langen deutsch-österreichischen Grenze wird nur sporadisch kontrolliert. Genau hier will Bayern jetzt nachrüsten mit insgesamt 1000 eigenen Grenzpolizisten. Wir werden auch die Grenzpolizeiinspektionen zum Beispiel mit Drohnen ausstatten, mit entsprechenden Kameras, sodass die auch aus der Luft den grenznahen Bereich überwachen können. Mit der bayerischen Grenzpolizei setzt der Freistaat einen Punkt aus seinem Asylplan um, den Söders Kabinett erst Anfang des Monats beschlossen hat. Bayern macht klar, es geht seinen eigenen Weg, notfalls auch alleine.